jeder Mann kennt dieses Symbol mit den drei Affen, die nichts sehen, nichts hören und nichts sprechen. Und wir haben dieses Symbol der drei Affen abgewandelt auf unser Festival und wollen damit schon auch klar machen, das betrifft auch jeden. Hinlegen, mit dem Bett hineingeschoben werden durch einen Parcours. Absolute Dunkelheit. Es ist schon unheimlich. Es ist schon unheimlich. Also irgendwie so ein Gefühl, unheimlich. Unheimlich. Wir hatten Unheim, wo ein Parcours von Ängsten oder halt ein Parcours in der Dunkelheit bewältigt werden musste, der zum Teil durchaus wieder irgendwelche Kindheitstraumata und so weiter hervorgerufen hat. Das war so ein netter Song. So. Der Jäger. Und den habe ich sehr krank gefunden, den Song. Der Jäger war ziemlich gut. Es wird einem ein gewisser Teil der Wahrnehmung entzogen und ein gewisser Teil der Wahrnehmung wird manipuliert. Wir wollten an das Thema herangehen mit einem Festival, weil eigentlich nur ein Festival die Möglichkeit bietet, ein Thema so divers zu behandeln. Und uns war einfach wichtig, dass man wirklich die unterschiedlichsten Zielgruppen und Personen durch unterschiedliche Formate erreichen. Ich möchte es nur noch etwas übersteigern und ich bin der Meinung, Angst ist auch demokratiegefährdend. Wir hatten eine Diskussion zum Thema Politik, Medien, Macht, Angst mit der Heide Schmidt, Gerhard Haderer, Katharina Grawagner-Pfeiffer und so weiter. Also wirklich diejenigen Medien, Politik, Meinungsmacher von genau diesen Rollenträgern gesprochen haben. Und was passiert dann mit der Angst? Gegen wen richtet sie sich? Nämlich nicht nur gegen die einzelnen Individuen, sondern dann eben auch gegen die anderen. Ob das jetzt die Politik oder Massenmedien oder Werbung sind, die das alle verschieden instrumentalisieren für sich. Und auf diesen verschiedenen Ebenen haben wir uns einfach künstlerische Zugänge gesucht. Ready, hopsi, steady, es ist weitergegangen mit Auf die Plätze fertig arbeitslos, eben einem der beiden Herzstücke vom Festival, einer Theaterproduktion von der Renate Eichinger, wo das Thema der Angst vor Arbeitslosigkeit angesprochen wurde. Bitte, 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 nehmt den Herrn Kari, ein richtiger Arbeiter, praktisch in der Verwendung und bitte, 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 gebt ihm ein ruhiges Arbeitsplatz, weil er hat immer so einen Stress. Angstmachtung ist eine Behauptung, die man durchaus bejahen kann, aber auch ablehnen kann. Und so wurde es auch konzipiert, dass der Gast, wenn er diesen Slogan hört, sich überlegt, ist es auf mich bezogen, stimmt es so? Angst macht nicht nur dumm, sondern Dummheit macht auch Angst. Also, im wahrsten Sinne des Wortes kann Dummheit auch Angst machen.